Herzlich willkommen zu meinem zweiten Auswaschvideo zu dieser Haarfarbe. Und im folgenden Video werdet ihr jetzt sehen, wie sie sich ausgewaschen hat. Okay, das ist jetzt die erste Haarwäsche. Ja, es ist ein bisschen heller geworden. Ich glaube nicht, dass sich viel verändert hat. Ich habe jetzt natürlich keinen Sofortvergleich, wie später auf dem Video. Aber ich würde sagen, es ist einfach nur heller geworden. Ja, und es wäscht sich auf jeden Fall hübsch aus. Das ist jetzt die zweite Haarwäsche. Man sieht, es wird halt einfach immer nur heller, aber gerade oben ist die Farbe ein bisschen resistenter als unten. So, hier sieht man nochmal auf dem Video, wie die Farbe bis jetzt rausgegangen ist. Also, das ist halt schon relativ hell. Ansatz wäscht sich noch ein bisschen interessant raus. Sind halt einige Stellen noch ein bisschen intensiver als andere, aber ich finde, wäscht sich gut raus. Hier kann man sehen, dass sich die Farbe ziemlich unterschiedlich auswäscht. An manchen Stellen wäscht sie sich eher lila aus, an manchen Stellen eher pastell-lachsfarben, aber naja. Irgendwie die Farbe macht so ein bisschen, was sie möchte, finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil ich sowohl pink als auch lila mag, sonst hätte ich es ja auch nicht benutzt. Und ja, ich habe ja eigentlich gedacht, dass sich das relativ schnell erledigt hat. Ich meine, es hält ja jetzt auch nicht super lange, aber ja, die Farbe ist doch schon etwas langwieriger, als ich gedacht hatte. Heute mal ein Video aus dem Wald. Ich habe jetzt nochmal einmal mit Shampoo gewaschen. Ich bleibe mal eben stehen. Ja, es hat sich nicht wirklich was verändert, muss ich sagen. Es ist halt relativ gleich geblieben. Die Farbe wischt sich halt immer heller raus und ja. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis sie wirklich komplett raus ist, weil sie ist jetzt sehr, sehr hell. Man sieht ja schon unten gerade, dass sie relativ gut rausgeht. Ist halt nur noch oben, wo sie relativ hartnäckig ist. Hier könnt ihr nochmal ein Bild zu dem vorangegangenen Video sehen, einfach weil es besser belichtet ist als dieses wunderschöne Waldvideo. Das ist jetzt die sechste Haarwäsche, wenn ich mich nicht irre. Diesmal habe ich wieder nur mit Shampoo gewaschen. Ich wollte ja eigentlich mit Reinigungsshampoo waschen. Ich hatte aber doch keine Zeit, weil ich nämlich weg musste. Und ja, dann hatte sich das mit dem Baden erledigt. Dann musste ich das wieder in Duschen umtauschen. Und habe dann auch diese Reinigungsshampoo-Prozedur nicht gemacht. Ja, hat sich wieder nicht viel verändert. Ne? Das wird halt einfach immer heller, wenn man das so sieht. Und ich habe eine Fliege in meinen Haaren. Ja, es wird halt einfach immer heller. So, das ist jetzt die nächste Haarwäsche. Ich komme ja jetzt gerade leider vom Regen und habe meine Haare einfach so ein bisschen so trocken lassen. Deswegen sehen die ein bisschen doof aus. Ja, ich würde sagen, es ist nicht mehr wirklich viel, wenn man das halt so sieht. Ja, also es ist auf jeden Fall schon sehr hell geworden und ich werde jetzt noch einmal mit Reinigungsshampoo waschen und ja, ich denke, dann müsste sich das erledigt haben. Aber das werden wir dann sehen. So, das ist jetzt die nächste Haarwäsche. Wie man sieht, hat sich nicht wirklich was verändert. Es ist ein ewiger Auswaschprozess. Bis jetzt habe ich wirklich ausschließlich komplett mit ganz normalem Shampoo gewaschen. Wenn sich an meinen Plänen nichts ändern sollte, werde ich diesen Sonntag wirklich Reinigungsshampoo benutzen. Hoffe ich. Ja, und ansonsten gibt es auch nicht viel zu sagen. Es gibt halt eigentlich keine großen Veränderungen. Juhu. Hier könnt ihr nochmal ein Bild sehen zum vorangegangenen Video. Es sieht halt einfach nicht mehr so wirklich lila aus, sondern eher so lachsfarben, würde ich es jetzt mal sagen. Man kann halt gerade von hinten ziemlich gut sehen, finde ich, dass die Farbe halt wirklich jetzt in so ein Orange-Lachsfarben übergeht. Die Farbe finde ich im Nachhinein eigentlich jetzt doch ganz schön. Nur dieser lange Auswaschprozess war halt nach einer Zeit wirklich sehr, sehr, sehr nervig. Und ja, deswegen fand ich die Farbe da einfach nur noch zum Kotzen und wollte sie loswerden. Okay, ich muss sagen, ehrlich gesagt zähle ich mittlerweile schon nicht mehr mit, weil ich einfach so die Schnauze voll habe von dieser Farbe. Aber wie man sieht, ist sie schon fast aus. Ich habe jetzt das letzte Mal zweimal mit Reinigungsshampoo gewaschen und die Farbe war ja schon ziemlich hell. Aber ich denke, es hat noch ein bisschen was verbessert. Und heute habe ich eine Freundin von mir getroffen und sie meinte so, oh, hast du jetzt wieder blonde Haare? Also vermute ich, dass andere Leute das schon als blond wahrnehmen. Obwohl ich finde, es hat noch einen leichten Stich. Ich bin mir nicht ganz sicher, von welcher Farbe, aber ich glaube, es ist eher so ein Orange jetzt geworden. Also so ein ausgewaschenes,
Ich werde mir heute noch einmal die Haare waschen und ich überlege, ob ich mir dann meinen Ansatz nachfärbe oder ob ich das erst noch sein lasse und erst noch eine andere Farbe drauf mache. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich mache das einfach. Okay, dann sehen wir, wie es weitergeht. So, das ist jetzt Haarwäsche 16 und auch die letzte Haarwäsche mit dieser Farbe. Ich habe jetzt eine neue Farbe drüber getönt, und zwar die Komplementärfarbe, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich bin wahnsinnig geworden. Diese Farbe ist noch schwieriger rauszubekommen. Naja, okay, nicht schwieriger, aber schon sehr nah dran an Lagoon Blue. Es ist wirklich die Farbe des Todes einfach gewesen, was ich mir da zusammengemischt habe. Es ist wirklich, wirklich nicht komplett rausgegangen. Es waren immer noch einzelne Stellen. Die Farbe an sich war nicht hässlich. Nur wenn man halt einfach auf eine Zeit gesehen einfach keine Lust mehr auf diese Farbe hat, dann nervt sie einen, egal wie gut sie eigentlich aussieht. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall das Video sozusagen beendet und ich hoffe, dass es euch helfen konnte. Ich würde euch die Farbe jetzt nicht mehr unbedingt empfehlen. Außer ihr wollt natürlich ungefähr 40 Haarwäschen einplanen, um sie wieder loszuwerden. Dann könnt ihr euch natürlich die Farbe auf den Kopf hauen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video.